dem heutigen Video wollte ich euch einen ganz einfachen Do-it-yourself-Tipp geben, wie ihr eure Haare natürlich aufhellen könnt, ohne einen teuren Friseurbesuch hinter euch bringen zu müssen, ohne dass ihr eure Haare mit Farbe beschädigt. Für alle unter euch, Jungs und Mädchen, die einfach ihren Haaren einfach den gewissen Kick geben wollen, damit sie Reflexe in Sonnenstrahlen haben, sag es mal so. Ich habe diesen Tipp die letzten paar Wochen und Monate ausprobiert, um euch einfach versichern zu können in diesem Video, dass ihr Erfolge erzielen werdet mit diesem Do-it-yourself-Tutorial. Ich kann euch versprechen, dass eure Haare zwischen 1 und 2 Nuancen heller werden. Ich liebe Do-it-yourself-Tutorials, weil ich da einfach kreativ werden kann und die Produkte und Zutaten, die ich hier benutze, sind super natürlich, super kostengünstig und super effektiv. Also ihr werdet sie garantiert zu Hause haben. In den Kommentaren möchte ich von euch wissen, welche Haarfarbe ihr habt. Und zwar aus dem Grund, weil ich eine Statistik gelesen habe, in der es hieß, dass die Haarfarbe, die am meisten in Deutschland vorhanden ist, die blonde Haarfarbe ist. Und ich möchte einfach mal sehen, ob das wirklich stimmt. Stimmt das? Ich finde rote Haare übrigens cool. Also für alle, die immer sagen, rote Haare sind schrecklich. Ich finde sie cool. Rock it. Wie auch immer, Leute. Ich wünsche euch auch viel, viel Spaß am Video. Lasst mich auch noch wissen, ob ihr so eine Art Fashion-Haul-Video in der nächsten Zeit sehen wollt. Schaut einfach mal im Videokalender vorbei, in dem ihr einfach das nächste Video entscheiden könnt. Verlinkt ist da immer wieder hier in der Ecke. Und ich wünsche euch auch viel, viel Spaß. Los geht's! So, wir kommen zuallererst zu den Zutaten. Da braucht ihr eine Zitrone, Honig und einen Leave-In-Conditioner. Ihr werdet einfach im ersten Schritt die Zitrone nehmen, in 2 Teile teilen und dann richtig schön auspressen, sodass ihr einfach wirklich den gesamten Saft der Zitrone rauspresst. Und diesen Saft werden wir dann einfach in eine Schüssel geben. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch einfach den Honig zur Hand und da könnt ihr euch den Honig nehmen, den ihr zu Hause rumstehen habt. Honig ist einfach dafür bekannt, dass er ein Enzym enthält, welches aus dem Zucker im Honig kleine Mengen an Wasserstoffperoxid entstehen lässt. Und diese hellen eure Haare langsam aber sicher auf, ohne sie zu beschädigen oder sonstige Schäden zu hinterlassen. Ich füge, wie gesagt, 2 Esslöffel hinzu und dann kommen wir zum nächsten Schritt und zwar unserem Leave-In-Conditioner. Da könnt ihr euch den nehmen, der euch am besten gefällt. Ich benutze den von Macadamia, den Natural Oil Leave-In-Conditioner und ich verlinke ihn euch einfach in den weiteren Informationen, falls ihr Interesse daran habt. Und dann fügen wir einfach 1 Esslöffel hinzu. Hier noch mein kleiner Quick-Tipp dazu. Einfach den Conditioner zuallererst mit dem Honig mischen und dann zum Zitronensaft hinzufügen. Das vereinfacht einfach die Vermischung. Und dann werde ich einfach die gesamte Mischung zusammenmischen mit so einem kleinen Mini-Mixer, so wie ich ihn nenne. Und ja, dann nehmt ihr euch einfach so eine Art Mini-Mini-Gießkanne, um eure Mischung dann einfacher in den Container abzufüllen, den ihr dann im Kühlschrank lagern könnt. Ihr könnt natürlich die Mischung in der Schüssel lassen und so sieht es dann aus, wenn es abgefüllt ist. Vergesst aber nie, unsere kleinen Begleiter im Alltag mit Liebe zu versorgen. Wir kommen zur Anwendung. Diese Haarmaske solltet ihr 2 bis 3 Mal pro Woche anwenden, damit ihr Erfolge erzielt in den ersten 2 bis 3 Wochen. Wir kommen also in meinem Badezimmer. Ich alber wie immer mit meiner Kamera rum. Der allererste Schritt ist einfach die Haare zu waschen und von den ganzen Ölen zu befreien, sodass die Haarmaske einfach einwirken kann und wir nehmen uns unsere Mischung zur Hand. Bei der Anwendung gibt es keine gewisse Richtlinie, an die ihr euch halten solltet. Ich benutze für meine kurzen Haare zwischen 5 und 6 Pumpsprüher. Für längere Haare 6 bis 15 Pumpsprüher sollten da ausreichen, je nachdem wie viele Highlights und Reflexe ihr in euren Haaren haben wollt. Und wir arbeiten das ganz einfach in unsere Haare ein. Je nachdem, wo ihr eure Reflexe am meisten haben wollt, solltet ihr die Haarstelle einfach am meisten bearbeiten und eure Haare an diesen Stellen einwirbeln, so wie ihr es jetzt hier bei mir seht, um einfach den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Und im nächsten Schritt werden wir uns einfach eine Klarsichtsfolie zur Hand nehmen, die wir um unseren Kopf einfach wickeln werden, um den Prozess und den Effekt der Haarmaske einfach zu beschleunigen. Am besten würdet ihr so eine Haarmaske natürlich im Sommer anwenden, wenn ihr zum Beispiel Sonnenbaden geht. Und da wird einfach der Effekt beschleunigt und dann braucht ihr nicht 2 bis 3 Wochen. Im Winter solltet ihr aber diese Technik anwenden, um den Prozess so schnell wie möglich hinter euch zu bringen. Wir werden jetzt einfach unsere Lieblingsmütze nehmen und dann kommen wir zur 20-minütigen Einwirkzeit. Diese könnt ihr mit den verschiedensten Dingen verbringen, zum Beispiel schmusen mit eurem Tier oder auf Facebook rumstalken oder natürlich einfach so tun, als hättet ihr eine Treppe im Zimmer oder euch natürlich weiterbilden. Alles, was ein Mann wissen muss oder ein Buch lesen, wie auch immer. Oder einfach so tun, als wärt ihr schockiert und wegrennen. Keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr mir auch währenddessen twittern oder auf Instagram folgen.
bis die 20 Minuten vorbei sind. Die Zeit vergeht wie im Flug und wir werden einfach die Klarsichtsfolie abnehmen und unsere Haare ganz normal mit unserem Lieblingsshampoo waschen. Und dann seht ihr hier den Effekt, die Highlights nach 2 Wochen bei mir. Ihr seht, es sind ganz leichte Reflexe und diese gehen zurück, wenn ihr die Haarmaske einfach nicht mehr anwendet. Das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wenn ihr mehr Do-It-Yourself-Videos haben wollt und ihr wollt, dass ich mir weitere Do-It-Yourself-Ideen überlege, dann gebt dem Video einfach einen Daumen hoch und lasst es mich mit einem Kommentar wissen. Ich freue mich über euer Feedback. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Für weitere Tipps einfach den Kanal abonnieren und mir auf Twitter und Facebook folgen. Und vergesst nicht, euch mein letztes Video anzuschauen und das nächste Videothema im Videokalender zu entscheiden. Tschüss, euer Sammy.